Bisschen Werbung in eigener Regie. Hoodie-Freunde, aufgepasst. Wir haben jetzt unseren eigenen Hoodie. Ja, in Top-Qualität, so wie ich ihn haben wollte. Mit einem gummierten Aufdruck auf der Kordel. Ist fast gar keine Kordel. Dem Motorenzimmer-Logo gestickt in höchster Qualität. Hier unten mit unserem Patch. Ja, schön. Auch ein bisschen längere Arme, ja, damit die Ärmel nicht immer so hochrutschen. Innen drin und flauschig, ne? Innen drin wirklich flauschig. Der fühlt sich innen drin so heftig gut an. Habe ich so viel anprobiert, gesucht, dass wir überhaupt sowas finden und echt vom Feinsten. Und wer dann noch ein paar T-Shirts sind auch noch da, ein T-Shirt dazu nimmt, vom Allerfeinsten. Also, guckt mal bei uns im Shop vorbei. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es soweit, wir lassen die Katze aus dem Sack. CLK DTM Entwicklungswagen. Seid gespannt, es wird technisch und wir brauchen eure Hilfe. Ja, was haben wir überhaupt hier? Wie eben schon gesagt, CLK DTM Optik. Fahrwerk ist viel CLK Black Series. Typ W209. Und ja, ihr seht schon die Verbreiterung, das ist typisch CLK DTM und diese Verbreiterungen sind was ganz Besonderes, weil die sind aus Carbon. Hier an diesem Wagen ist sowieso sehr viel aus Carbon. Wir sind gerade hier auch noch ein bisschen am Arbeiten, deswegen steht er auf der Bühne und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, jetzt machen wir mal ein Video dazu. Carbon, 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 ja, für die Leute, die es nicht glauben, Lukas, film mal hier so ein bisschen drunter. Hier sieht man im Prinzip, dass es abgeklebt ist. Das ist kein Diffusor. Ja, das sieht man eigentlich ganz hier gut. Das ist die gesamte Heckstoßstange. Die wurde halt nur so abgeklebt. Ja. Also eigentlich Frevel, dass man das lackiert. Hier drin ist auch ein 5,5 Liter. Aber jetzt kommt's leider nicht der 5,5 Liter Kompressor. 5 Liter Kompressor wäre im Prinzip dieses hier. Ja. Der altbekannte ist im Übrigen ein SL Evo Motor, der serienmäßig 500 PS hat, verbaut, jetzt haltet euch fest, jetzt fällt er vom Glauben ab, ist der M273 Motor. Jetzt fragen sich alle, hä, wie, das ist ja gar kein originaler CLK DTM. Nein, es ist kein originaler CLK DTM, es ist eigentlich noch viel spezieller, weil der wurde damals im Werk Bremen als Vorserienfahrzeug im Prinzip mal rausgelassen und hier wurde eine ganze Menge dran getestet. Das kann ich euch sagen. Die Unterlagen, die ich habe, das ist wirklich ein Aktenordner voll. Die sind wirklich sehr speziell. Leider ist auch im Laufe der Jahre, sind ja ein paar Besitzer gewechselt worden, ist auch viel abhanden gekommen. Wie zum Beispiel die richtige Abgasanlage, das Sperrdifferential. Das haben einige Leute bestimmt schon gesehen in der Instagram-Story, die ich manchmal so rauslasse, dass ich immer wieder hier am Arbeiten bin, auch am Differential und sowas. Und da kommt ihr dann auch ins Spiel. Wir brauchen da auch noch ein bisschen eure Hilfe. Ja, ist natürlich ärgerlich, wenn man so ein Auto kauft und im Nachhinein dann erfährt, was ist da mit diesem Auto passiert. Tatsächlich hat er auch schon mal leichten Frontschaden gehabt hier, der Wagen. Ja, das sieht man hier dran, dass das hier so ein bisschen verdellt und verbeult ist. Ja, dann kriegt man natürlich auch mit, was da überhaupt so gelaufen ist, auch aus der Fahrzeughistorie. TÜV-Eintragung. Leute, wenn ihr auf TÜV-Eintragung steht, dann zeige ich euch gleich mal was richtig Gutes, weil diese TÜV-Eintragung, die haltet ihr im Leben nicht aus. Die Argumentation, die ist richtig gut. Die gefällt mir richtig. Ja, jetzt sind wir gerade dran. Wir wollen damit ein bisschen Bilsterberg fahren. Ja? Also ein bisschen auf dem Bilsterberg, ein bisschen Rundstrecke fahren. Das Gute ist, der Wagen ist so speziell und hier wurde schon so viel dran gearbeitet, dass man jetzt, bin ich der Meinung, dass man jetzt keine großen Werte kaputt macht, wenn man jetzt hier ein bisschen mit Pferd und Teile austauscht. Das kann man so an der Stelle sagen. Wäre das jetzt wirklich ein Original CLK DTM, der 300.000 Euro wert ist, und damit würde man sich ja gar nichts trauen. Ja? Wir haben hier, im Vorwege haben wir jetzt hier sehr viel Aufwand betrieben, um gewisse Bodykit-Teile zu optimieren, kann ich sagen. Ja? Also wie gesagt, das sind ja Carbon-Teile, aber das ist wirklich ganz dickes, schweres Carbon und die Luftauslässe bei so einem CLK DTM sind gar keine Luftauslässe, weil die sind dicht. Lukas, film mal hier drauf. Ja, das sieht so aus, als ob das ein Luftauslass ist, das ist aber dicht. Ja, da geht gar keine Luft durch. Wenn du jetzt hinten guckst, hinten im Prinzip das Gleiche. Ja, das ist ein Lufteinlass. Da sieht man auch mal, dass das ganze Carbon ist. Ne? Wenn er hier mal guckt. Ja. Alles Carbonteile, die hier aufgeschraubt wurden. Und ja, wir wollen dem Ganzen jetzt wirklich Funktion geben. Wir wollen das Auto wirklich schnell machen.
Ich möchte aber, dass es ein Sauger bleibt. Also für die Zukunft ist im Prinzip geplant, dass hier ein 6-2er-Sauger reinkommt. Ja, der ein oder andere hinterm Bildschirm wird jetzt schmunzeln. Ich stehe ja auch wahnsinnig auf dem 6-2er-Sauger. Dieses war immer mein Traumauto. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe auch noch ein CLK 63 Black Series Optik. Das ist ein Nachbau, das ist ein verunfalltes Fahrzeug aus Amerika. Das wurde mal auf Optik umgebaut und das bauen wir auch noch um. Zukunftsmusik. Jetzt sind wir erstmal bei diesem Projekt. Warum das immer mein Traumprojekt war, das zeige ich euch jetzt auch. Los, kommt mal mit. Ich habe mal ganz lange nach einer breiteren Optik gegiert, weil ich wollte ja sowas mal bauen mit richtig Leistung. Also bitte seid nicht schockiert, das ist hier wirklich nur ein Träger hier, der im Prinzip zeigen soll, wie viel Platz ist hier im Motorraum. Ich kann euch sagen, die Haube geht nicht zu, die Haube hat hier schon eine Delle. Ich habe hier vorne schon alles ausgeschnitten. Das sind Ladeluftkühlerkästen im SLR-Design. Das ist ein ziemlich großer amerikanischer Whipple-Kompressor und so ein Kompressor, der kann Motoren befeuern, die schnell weit über 1500 PS haben. Das ist aber gar nicht geplant. Das ist für den M113 Motor, im Prinzip ja für diesen hier. Ja, also Austausch dieser Kompressor gegen das Kompressor-Kit und dann will ich damit eigentlich über 1000 PS fahren. Macht natürlich keinen Sinn, wenn ich auf so einem Auto nur 255er Reifen fahren kann. Und deswegen brauchte ich immer mal eine breite Optik. Weil bei diesem Auto sind ja die Achsen, es ist alles anders. Ja, das Fahrwerk, ihr seht ja schon, das ist ausgefederter Zustand. Ja, normalerweise steht ja ein CLK da, der hat ja so viel Platz, fast wenn er da steht. Und das ist ausgefedert. So, jetzt ist hier auf der Vorderachse ein 255er Reifen drauf. Das ist schon gut. Hinten auf der Hinterachse, Lukas, film mal so rüber, damit die Leute mal sehen, wie viel Platz da am Radkasten ist, ist ein 285er. Jetzt sagt ihr, der ist ja gar nicht breit. Recht habt ihr. Gehen wir mal auf die andere Seite. Guck mal, was hier liegt. Wollte ich den Zuschauern auch zeigen. Jetzt sagen viele, oh, die Felge kenne ich. Das ist eine OZ Superleggera 3. Fast. Aber guckt mal hier. AMG. Das ist eine Original CLK DTM Felge. Ja, 10x20. Diese Fahrzeuge sind auf der Vorderachse 8,5x19 gefahren und auf der Hinterachse 10x20. Ja, hergestellt tatsächlich von OZ, aber wie gesagt, einmal super speziell. Ja, das sind natürlich alles solche Sachen, die ich jetzt auf der Rennstrecke nicht verheizen will. Ja, deswegen kommen da andere Räder drauf und ja, habe ich eigentlich gleich wieder was genauso Spezielles gekauft, weil es gibt gar nicht viele Räder und ich weiß auch gar nicht genau, von welchem Modell die sind. Jetzt haltet euch fest, ihr seht schon, die Optik ist viel heftiger. 265, 35, 19 auf einer 9x19 Felge und hinten will ich fahren 11x19. Das ist von AMG GT irgendeine spezielle, ja, Ausstattungsvariante, weil AMG GT hat vorne 19, hinten 20. Ich habe aber Felgen gefunden, AMG GT 11x19 Hinterachse. Ja, so sieht die Felge aus, ist niegelnagelneu für die Leute, die es nicht glauben. 11x19 und jetzt kommt, das ist die Schwachstelle an der ganzen Sache, ET 68. Das heißt, wir können hier hinten machen, was wir wollen. Die Räder passen hier drauf und wir müssen noch 40er Distanzscheiben auf der Hinterachse fahren. Aber dann habe ich das große losgezogen, dass ich hier ein 325 30 19 Rad fahren kann. Und das ist halt für den Bilsterberg richtig gut, weil dann können wir dem Fahrzeug auch richtig Leistung einhauchen und wir haben noch mächtig Grip. Anderes Problem wird eventuell werden, den Reifen auf der Hinterachse zum Arbeiten zu kriegen, dass wir da richtig Temperatur reinkriegen. Das so ein bisschen zu den Reifenrädern. Ja, Fahrwerk ist ganz speziell. Hat es so in... Ja, ich will auch gar nicht so viel verraten. Das Fahrwerk so hat es eigentlich nie gegeben. Da ist viel Black Series mit ein bisschen verbaut. Da wurde viel dran entwickelt.
Auspuffanlage sind wir am Gange. Wir sind am Differential, an der Achsübertragung gab es auch Riesenschwierigkeiten, sind wir am Gange. Wo ich jetzt aber mal ein bisschen Hilfe bräuchte, also für die Leute, die glauben, das gab es nicht, das ist hier, ne, alles original CLK, DTM-Kram, weil das sind solche Sachen, die kommen jetzt, gut, kommt auf andere Seite. Das kommt hier rein. Ne? Also viele sagen, ja, das ist jetzt so ein eBay-Billig-Kit. Nee, ist es nicht. Ja, also, ich brauche noch einmal Hilfe, weil wir haben hier einen schönen originalen CLK-DTM-Tacho, aber in Meilen. Und für die Leute, die jetzt ein bisschen verwundert sind, in der Mitte ist digital der Drehzahlmesser. So, dann haben wir hier einmal, jetzt muss ich selber gucken, Kühlmitteltemperatur. Wir haben einmal Motoröltemperatur und hier haben wir Getriebeöltemperatur, da ganz rechts. Und ihr seht schon, da wo der Drehzahlmesser normalerweise sitzt, sitzt jetzt im Prinzip die Motoröltemperatur. Und da sind wir gleichzeitig im Problem. Ich möchte solche Kombi-Instrumente ein, zwei umgebaut haben, weil ich habe draußen auch noch ein Kundenauto. Und jetzt an euch, wenn einer unter euch ist, der sowas programmieren und umfunktionieren kann, der möchte sich bitte bei mir melden, weil ich muss diesen Tacho halt auch nochmal umbauen auf Kilometeranzeige. Und wie gesagt, ich möchte nochmal einen zusätzlich bauen, da ich ja auch noch ein zweites Fahrzeug habe. Ja, also bitte melden, schreibt uns an. Dann haben wir da zwar schon ein sehr gutes Differential drin. Lukas hat das gestern Abend schon gesehen, der war ein bisschen schockiert, als ich eng um die Ecke gefahren bin, wie gut und schwerfällig da dieses Differential arbeitet. Hier ist ein Rundstreckendifferential drin. Hier basiert sowieso sehr viel auf Rundstreckentechnik. Wir brauchen jemanden, der sich mit Sperrdifferenzialen auskennt. Hier ist ein Drechsler-Sperrdifferential drin, weil dieses Sperrdifferential hätte ich auch noch mal gern kürzer übersetzt. Ich habe mir dafür schon was aus Amerika bestellt. Das ist hier eine 355er, hier, wenn ihr mal guckt, eine 355er Übersetzung, also richtig kurz. Und diese 355er Übersetzung, die möchte ich halt in das Differential eingebaut haben. Ich bin jetzt nicht so der Differential-Spezialist und deswegen brauche ich da mal so ein bisschen Unterstützung und so eine kleine Fortbildung. Jetzt zeige ich euch aber nochmal, wie versprochen, diese TÜV-Eintragung, weil das ist wirklich Hardcore. Ja, dieses Fahrzeug wurde mal so ein bisschen, ja, neutraler gehalten. Lukas, du kannst auch noch mal ein Bild einblenden, wie dieses Auto ausgesehen hat, als wir das Auto gekauft haben, beziehungsweise wo wir bei der DTM gewesen sind mit dem Fahrzeug. Gab es auch super coole Resonanz. So, jetzt der Hammer. Das ist eine TÜV-Eintragung, die ich gar nicht komplett zeigen will, weil sie wirklich so speziell ist. Die komplette Dokumentation der Bauteile liegt in Bild und Schrift vor. Okay, das ist noch gut. Durch einen Rennfahrer mit gültiger Rennlizenz und einem AASMT, was auch immer das ist, wurde das Fahrzeug in 2 Probe- und Einstellfahrten eingestellt und begutachtet. Junge, wie cool ist denn dieser TÜV-Prüfer? Ja, einfach mal reinsetzen, Einstellfahrt und Testfahrt machen und dann trägt ihr das ein. So muss das sein und nicht irgendwie mit dem Zollstock und verschränken, auf der Hebebühne so ein bisschen rumverschränken, weil das taugt sowieso nichts. Ja, das muss man mal wirklich testen, muss mal fahren, gucken, ob da irgendwo Gummiabrieb ist und dann weiß man, ob das auch safe ist. So eine Eintragung ist natürlich vom Allerfeinsten und ich sag euch, das Auto ist safe. Also da könnt ihr wirklich, wir haben das Ding schon richtig, Lukas kennt das, ich lasse die Kuh auch mal richtig fliegen. Und jeder, der auch mal Bilster Berg gefahren ist, der weiß, da geht es richtig heiß her. Ja, also da sind wirklich Kompressionen drin, da ist mal wirklich Last auf dem Rad. Und genau deswegen optimiere ich dieses Auto auch nochmal, weil, wie gesagt, hier dieser 30er Querschnitt und diese niedrige Traglast von 91 auf der Vorderachse, das reicht mir nicht. Und deswegen haben wir das hier drüben jetzt hier mal so ein bisschen schon hingestaltet, ein ganz anderer Raddurchmesser, weil hier haben wir jetzt auch eine Traglast von 98 Y. Jetzt musste ich diesen Längsträger hier vorne, da musste ich, das kannst du mal reinfilmen, Lenkradschloss drin, den Längsträger musste ich da noch so ein bisschen bearbeiten, hier auf Freigängigkeit, da stand so eine Nase nämlich über, weil größerer Durchmesser, Reifen soll nicht aufgeschlitzt werden. Jetzt noch als letztes, also ihr seht eine ganze Reihe zu diesem Fahrzeug, jetzt noch eine Reihe, hat mich super geärgert. Hier war eine Black Series Abgasanlage, so wie diese drunter, die es übrigens nicht mehr neu zu kaufen gibt. Ja, das ist ein Black Series Mittelschalldämpfer.
so viel, wenn man da Mittelschalldämpfer zu sagen kann. Und diese Abgasanlage war da drunter. So, jetzt ist es so, dass wir auch noch jemanden brauchen, der uns in einem Stück diese Rohre biegt. Also wenn ihr das könnt, meldet euch bitte bei uns. Und da habe ich schon die Firma Eibach oder du hast die Firma Eibach kontaktiert. Wir brauchen den Heckstabilisator für die zusätzliche Aussparung auch noch gebaut. Also, so viel erstmal dazu. Wie gesagt, das Ganze kommt hier auch noch Leichtcarbon dran. Ex-Boiler geht, glaube ich, gar nicht leichter. Kannst du auch noch mal einblenden, wie ich mich gefreut habe, wie Schnitzel, als ich diesen Spoiler endlich bekommen habe, weil der ja auch schon seit Jahren nicht mehr lieferbar ist. So, das kam jetzt gerade mit FedEx an. Ich glaube, da wird sich Pierre richtig freuen. Darauf hast du lange gewartet, ihn lange beim Zollfest. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ja, los, komm, lass mal reingucken. Weil ich glaube, das ist der Carbon-Heck-Spoiler für den CLK DTM. Das könnte passen, ne? Eigentlich gar nicht. Wie geil ist denn das? Gib mal auf. Scheiß, die Hälfte des Gewichts Luftpolster für mich. Geil. Wie geil ist denn das? Über die Preise für sowas kann man nur den Kopf schütteln, ne, kann man nur ganz lange suchen. Selbst HWA hat sowas nichts mehr. Das ist ja ein HWA-Auto. Ist ja eigentlich kein AMG-Auto. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Auf das Thema AMG, HWA gehen wir eh nochmal später drauf ein. Habe ich ein ganz spezielles Verhältnis zu. Persönliches Verhältnis. Könnt ihr euch jetzt denken, was ihr wollt. Und das Ganze kommt hier in Leichtcarbon dran. Das originale Zeug will ich alles abbauen. Will ich beiseite legen. Und dann kommt das hier in Leicht- und Dünncarbon dran. Und ich sag euch, wenn ihr das vernünftig klickt und kommentiert, wird das ein richtig interessantes Projekt für euch. Also, ich glaube, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn ihr uns ja so ein bisschen helfen könnt, schreibt uns wirklich an. Ne? Also Abgasanlage, Tacho und sowas, das wird uns wirklich... Sperrdifferenzial. Das wird uns wirklich freuen. Und ja, habt eine schöne Zeit und eventuell einen schönen Urlaub. Und wir sehen uns.